Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Das Tor war reiner Instinkt bei dir? Gefühl, ja. Ich bekomme mit dem Rücken zum Tor den Ball. Habe es einfach probiert, mit der Hacke den wirklich ins kurze Eck zu legen. Der Torwart war, denke ich, überrascht. Ja, und genau das war dieser Moment, den ich ausgenutzt habe, um das Tor zu erzielen. Roth, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dein erstes Pflichtspieltor für Dynamo Dresden. Wie fühlt sich das an, jetzt mal abgesehen vom Ergebnis? Ja, für mich persönlich natürlich riesig. Ich hatte eine relativ schwierige Phase momentan, habe mich aber im Training immer reingekämpft und mal reingehauen und habe jetzt die Chance bekommen und freue mich natürlich riesig, dass ich in der Situation da stand und den Ball einfach reingeschossen habe. Hey, für kurz nach dem Spiel ist es immer schwer, dann das zu beurteilen, aber aus deiner Sicht heute 2 Punkte unnötig verloren? Definitiv, wenn man den ganzen Spielverlauf ansieht. Ich glaube, wir haben viele Chancen, die wir liegen gelassen haben, haben 2 Tore dann gemacht oder beziehungsweise nach dem 1-1 immer noch super zurückgekommen, wollen mit aller Macht unsere Fans einen Dreier schenken, weil was die heute wieder gezaubert haben im Block, was für Stimmung die gemacht haben, da wollten wir die einfach belohnen und uns selber natürlich auch belohnen. Das ist uns dann gelungen, das 2-1 durch Robert, war lange hinten dran, kommt rein, macht das Tor, hat er sich verdient und dann ist es einfach zu naiv, wie man das zweite Gegentor fressen, weil ich glaube, das war schon 88., 89. Minute. Das Spiel war schon fast vorbei, aber der Schiedsrichter pfeift und dann ist das Spiel vorbei. Da müssen wir einfach, da muss jeder hellwach sein. Jeder muss ein bisschen eine Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Man kann nicht die ganze Zeit sprechen, sondern jeder Spieler muss auch ein Stück weit selbstverantwortlich sein für das ganze Spiel draußen. Und da haben wir einfach definitiv geschlafen bei dieser Situation. Wir wollten unbedingt vor den Fans gegen Rostock das Ding hier auf jeden Fall gewinnen. Und so ein 2-2 ist richtig ärgerlich und es fühlt sich auch wie eine Niederlage an. Also wir haben in der ersten Halbzeit das Ding unter Kontrolle. Denke ich dann auch verdient 1-0 in Führung gegangen, obwohl wir 1-2 Konter hin hatten, wo wir nicht aufmerksam waren. Und es hat sich für mich durchs ganze Spiel gezogen, so ein bisschen, dass wir immer 1-2 Sekunden gebraucht haben. Und das 2-2, das ist für mich nicht erklärbar. Das ist 90. Minute, da musst du wach sein. Aber wir gucken immer erst mal 4 Sekunden zu unserem eigenen Tor. Da wird einer angespielt und dann kann er 20 Meter freischießen. Ja, ich bin ein Stück weit enttäuscht natürlich über das Ergebnis. Ich denke, wir hätten größtenteils alles im Griff, gehen hochverdient in Führung, verpassen so ein bisschen das zweite nachzulegen, kriegen dann so ein dummes Eigentor. Machen kurz vor Schluss wieder ein 2-1, ein perfekter Nachmittag schien es zu werden. Und dann haben wir einmal nicht aufgepasst, die für einen Freischuss aus, was uns natürlich nicht passieren darf. Schießt aufs Tor, das war fast eine Rückgabe. Und dann ist halt unglücklich. Der Harty versucht halt den Ball zu klären, erwischt ihn ganz blöd und kann man natürlich keinen Vorwurf machen und dann geht er hinten rein. Ne? Und dann gucken wir uns alle verdutzt an und verlieren heute 2 Punkte. Der Ausgleich für Rostock 1-1, extrem unglücklich. Beschreib mal die Situation kurz. Vorher unterläuft ein Mitspieler einen Ball, oder? Und du wirst dann überrascht? Ja, die Ecke wird relativ kurz geschlagen. Mocky ist vorne und will ihn wegköpfen und verlängert ihn ganz leicht und dadurch fällt er mir genau vom Kopf. Ich kann nur reagieren und stehe halt ungünstig, dass das Ding genau oben reingeht. Harty müsst ihr nicht aufbauen, oder? Der steckt das weg, der ist erfahren genug. Ja, ich denke schon, dass er ist auch nur ein Mensch. Wird das sicherlich am meisten wehtun und bedrücken. Das kann man auch nachvollziehen. Da werden wir als Mannschaft ihn sicherlich auch aufbauen. Da braucht er sich keine Sorgen machen. Solche Dinge passieren im Fußball, dass er da zweimal unglücklich steht in dem Moment und der Ball reinfliegt. Und ja, da kann man ihm absolut keinen Vorwurf machen. Naja, das passiert. Der Harty ist die ärmste Sau. Wir sind da einfach nicht dran bei dem Freistoß. Wir schlafen und der kann gar nichts dafür. Der will noch retten, der will noch reingrätschen. Passiert unglücklich, aber wegen Harty haben wir heute ein nettes Spiel verloren.